Nein, ich komm ja schon. Immer diese Hass. Entschuldigen Sie, bei Ihnen habe ich gerade Michael kennengelernt. Ist das ein Glückspilz? So einen Besuch kriege ich nie. Michael! Michael! Besuch für dich! Hallo, Ricke! Schön, dass du gekommen bist. Wir haben nämlich heute noch eine Hauptprobe. Hallo. Mach nicht so lange, wir haben keine Zeit. Alles klar, Chef. Und wenn ihr knutschen wollt, dann geht in die Requisite. Alles klar, komm. Mensch, ich hab schon auf dich gewartet. Ich wollte dir nur sagen, mit unserer Verabredung heute, das wird nicht. Ich hab überhaupt keine Zeit. Was ist das? Das Taxi wartet draußen. Lass, ich hab echt keine Zeit. Ich hab dir doch gesagt, mein Taxi wartet draußen. Wo willst du denn noch hin? Na, was zu erledigen, ist wichtig für mich. Nimm mal Zeit für einen Kaffee. So, was machst du eigentlich hier? Praktikum, warst du doch. Am Sonntag? Na klar, gibt ganz schön Kohle hier. Mensch, ich muss jetzt echt los. Bringst du noch draußen? Ja. Muss nicht sauer sein. Tschüss, liebes Mann. Ja, tschüss. Herr Bading erwartet Sie bereits, gnädiges Fräulein. Bitte schön. Sind wir hier ganz allein? Wenn Herr Bading einlädt, sind wir immer allein. Bitte schön. Ulrike. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich mich ein bisschen verspätet habe. Ach, vergiss es. Komm, jetzt stärken wir uns erstmal. Liga? Magst du Austern? Das ist das erste Mal, ich rieche es. Einmal ist immer das erste Mal. Komm, ich zeig's dir. Pass auf. Du nimmst die Austern in die linke Hand. So? Mhm. Dann löst du die Austern. Mhm. Jetzt beides zum Mund. Jetzt schlafen. Nee, die mag ich nicht. Eines Tages wirst du es mögen, das garantiere ich dir. Hey, was soll das? Es regnet. Oh. Können wir gnädige Frau noch mal verzeihen? Gnädige Frau, du spinnst. Zum Wohl. In der Nase. Ferdinand? Bitte? Bitte ein Mineralwasser für die Dame. Ein Mineralwasser? Sofort. Und worauf hast du sonst so Appetit? Willst du lieber einen Wackelpeter oder lieber einen Hamburger mit Beilage? Jetzt machst du dich um mich lustig. Du bist lustig. Und ich liebe dich. Wirklich? Liebst du mich? Würde ich sonst hier mit dir sitzen? Hör auf, hier kann uns jeder sehen. Ich mag das nicht. Ach, kein Mensch kann uns hier sehen, außer Ferdinand. Und der ist verschwiegen wie ein Grab. Weißt du was? Wir fahren jetzt zu mir. Wir halten hier vorher eine Frittenbude, besorgen dir was Schönes. Und dann machen wir es uns gemütlich. Ich kann nicht zu dir. Heute nicht, weil ich muss schon um 8 Uhr zu Hause sein. Das ist Mineralwasser. Dankeschön. Muss das sein? Ja, wirklich. Du hast Angst. Gib's zu. Angst hast du. Ist das so schlimm? Ich hab nur für einen Augenblick vergessen, dass du ja noch ein kleines Schulmädchen bist. 15 Jahre. Keine Austern, kein Shampoos, keine Liebe.
Ich mag das nicht, wenn du sowas sagst. Es fühlt mich wirklich ganz gut, wenn du jetzt nach Hause gehst. Eva und Helmut werden dich gerührt in ihre Arme schließen. Ich finde das nicht gut, dass du das sagst. Und ich finde das nicht gut, dass du das jetzt sagst. Komm, lass uns das Kriegsbeil begraben. Wir sehen uns ja hoffentlich nicht das letzte Mal. Hm? Bist du jetzt sauer? Mm-mm. Warum sollte ich sauer sein? Weil, du weißt schon. Gar nichts weiß ich. Ich weiß nur, dass ich dich sehr, sehr lieb habe. Ferdinand, ein Taxi bitte für die Dame. Die Taxen stehen draußen, Herr Badding. Was ist? Denkst du mit ihnen nach Hause? Ich will nicht, dass Eva und Helmut uns sehen. Also, geh brav nach Hause. Ulrike? Ferdinand. Schade. War ja wohl ein Schuss in den Ofen. Ach, die Rechnung, ja? Schicken Sie bitte wie immer an die Firma. Zu Händen Freddy, Manfred Meißen. Geht in Ordnung, Herr Badegg. Okay. Helmut? Ja? Hört mir mal bitte. Der eine Knopf hier, den krieg ich nie zu. Danke. Willst du noch lange spielen? Warum? Wir haben bei Sondermanns zugesagt. Ich warte hier auf Ulrike. Guten Abend. Guten Abend, Ulrike. Wo bist du gewesen? Wir haben auf dich gewartet. Ich war mit Thomas unterwegs. Ist was? Wenn ich an Thomas Stelle wäre, wüsste ich, wie ich meine Sonntage angenehmer verbringe. Vielen Dank, ich hab schon verstanden. Oh, das war doch Spaß. Ulrike! Das war jetzt überflüssig. Juna, Frau Rupp, hier ist Ulrike Jahn. Ich möchte mit Silke sprechen. Nee, nee, ist nicht wichtig. Wir sehen uns ja morgen in der Schule. Ja, danke. Wiederhören. Thomas. Silke, was machst du denn hier? Ich habe auf dich gewartet. Mhm. Sehe ich. Du hast mir gerade noch gefehlt. Das dachte ich mir doch. Und? Was willst du von mir? Rate mal. Das ist ja eine Überraschung. Ich hoffe, eine angenehme. Lädst du mich zu einem Schluck ein? Mhm. Oder gefalle ich dir nicht mehr? Wie kommst du denn darauf? Wie war es eigentlich mit Ulrike? Wohl nicht klargekommen, was? Ulrike? Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Was war mit Ulrike? Das möchte ich ja von dir wissen. Ja, aber wieso? Ich meine, woher? Woher ich das weiß? Ulrike ist eine Klassenkameradin von mir. Und eine Freundin. Beinahe jedenfalls. Ach, hör doch auf. Ulrike ist ein Kind. Aber wenn ihr das komisch findet, euch in eurer Lateinstunde über eure Freunde zu unterhalten. Hört, hört. Du bist also doch ein Freund von Ulrike. Ach, lass doch den Quatsch. Komm, trink einen Schluck. Hast du nicht ein Glas Shampoos? Oh, Madame ist ein Kenner. Okay.
Tommy? Also, eins muss man ja lassen. Du überraschst dann immer wieder. Du wolltest mir doch noch von Ulrike erzählen. Schöner Bademantel ist das. Wirklich, stinkfein. Du hast wirklich eine unglaubliche Begabung, immer im falschen Moment anzurufen. Ich habe jetzt keine Zeit. Was hast du gesagt? Ich sagte, das ist ein stinkfeiner Bademantel. Sei nicht so ordinär. So, eben hattest du es doch ganz gerne. Ein bisschen ordinär. Ach, Kleines. Mm-mm. Sag mal, warum hast du eigentlich keine Freundin, die im Alter besser zu dir passt als ich? Weil ich diese alten Weiber nicht ausstehen kann. Wir wissen alles besser, quatschen nur dummes Zeug und im Bett, da sind sie auch nur die Hälfte wert. Charmant, charmant, wie du über die Damen redest, mit denen du geschlafen hast. Machst du das bei mir genauso? Komm, red keinen Blödsinn. Du bist wunderbar, das weißt du doch. Komm. Scheiß Telefon. Ist geschäftlich. Na toll. Dann gehe ich halt allein baden. Entschuldigung. Barding? Nochmal Freddy hier. Ja, Freddy, was ist denn? Das geht jetzt nicht. Ich habe Besuch. Was heißt, ich habe Besuch? Verdammt nochmal, es ist für dich genauso wichtig wie für mich. Ja, was ist denn? Schieß los. Morgen ist Kassen- und Buchprüfung. Sag mal, siehst du nicht, dass ich telefoniere? Bist du schlecht gelaunt? Bist du das immer hinterher? Ja, nun mach schon. Ach, das noch. Die Batterien sind alle. Tja. Hast du welche? Nein. Ich brauche aber Musik. Wieso? Willst du in der Badewanne übernachten, oder wie? Auf meinem Schreibtisch steht ein Radio. Nimm das. Freddy, ich bin wieder da. Sag mal, das ist doch ganz unmöglich. Ich denke, der Jahresabschluss ist längst fertig. Ist er auch. Aber dein alter Herr hat für morgen eine Buchprüfung angesetzt. Als Überraschung. Also, das ist ihm gelungen. Mensch, Thomas, dein Badezimmer ist wirklich gebucht? Schau mal vom Allerfeinsten. Der Luxus Freddy, kennt wirklich keine Grenzen. Ich gehe davon aus, dass dir was einfällt, ist das klar? Ach Scheiße, was ist denn jetzt schon wieder los? Freddy, bleib mal dran. Silke? 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 Freddy, du musst sofort herkommen. Hier ist was Furchtbares passiert. Ich brauche deine Hilfe. Und nun, ich meine, was willst du jetzt machen? Was schon?
Was soll ich machen? Die Polizei anrufen. Was sonst? Polizei? Warum eigentlich nicht? Oder lieber den Arzt? Na, Arzt ist gut. Dass die tot ist, siehst du doch. Also die Polizei. Was willst du da sagen? Na, was schon die Wahrheit. So wie es gewesen ist. Dass sie gebadet hat und dann das mit dem Radio. Ah ja, natürlich. Und du denkst, das glauben die dir? Ja, wieso? Das ist die Wahrheit. Genauso ist es gewesen. Schön. Ich meine, schön, dass du das weißt, aber ob man es dir glaubt. Ich rufe einen Anwalt an. Augenblick. Sag mal, wie alt ist das Mädchen überhaupt? Diese Silke heißt sie doch, oder? Ja, Silke. 17, wieso? Eine 17-Jährige tot in der Badewanne, nachdem sie gerade mit Herrn Bading gebumst hat. Die Zeitungen werden sich freuen. Zeitung? Bist du jetzt völlig bekloppt? Denkst du, das ist eine Meldung für die Zeitung? Nee, das ist keine Meldung. Das ist ein Aufmacher. 17-Jährige tot in der Wanne bei Herrn Bading Junior. Oh, Scheiße. Und da dein Vater immerhin eine der größten Privatwerften hier im Norden besitzt, wird sich ein cleverer Reporter kaum den Hinweis verkneifen, dass die Dame, die du gerade zur Brust genommen hattest, immerhin standesgemäß eines maritimen Todes gestorben ist. Ertrunken ist ertrunken. Ach, du Idiot, du! Denkst du, ich habe jetzt Zeit für dämliche Witze, oder das wie? Das sind keine dämlichen Witze. Das ist mein bitterer Ernst, also soll ich jetzt anrufen? Nein, Freddy. Freddy, hör auf. Naja. Übrigens, dein Vater wird sich auch nicht gerade freuen, wenn er die Zeitung liest. Mein Vater liest keine Boulevardzeitung. Okay. Okay, aber dass er die Nachricht erfährt, dafür wird die Konkurrenz schon sorgen, ne? Und wenn sich sowas rumspricht, das kann schon den einen oder anderen satten Auftrag auf Null stellen. Und was der Senior dann mit dir macht? Okay, okay. Ich hab schon verstanden. Scheiße. Freddy, was soll ich denn machen? Ich hab wirklich keine Schuld. Das musst du alles deinem Vater erklären und nicht mir. Also soll ich jetzt anrufen? Okay. Hast du Silkes Klamotten schon zusammengepackt? Nein. Mensch. Bau jetzt nicht ab. Schlapp machen gilt nicht, Junior. Komm her. Das ist alles an Asservaten? Die Kollegen vom 1. K sagen, das ist alles. Ja, dann ist das eben alles. Morgen. Morgen. Morgen, Paul. Hey, was ist denn los? Was soll los sein? Eine neue Woche fängt an. Wirk. Ich komme mit der Akte Lüder nicht klar. Was ist daran unklar? Hat seinen Bruder umgebracht. Ja, aber warum? Hier, wir haben was Neues. Ein junges Mädchen, Bauer, hat sie heute Morgen aller Herrgottsfrüh auf seinem Acker gefunden. Nackt. Die Kleider lagen daneben. Der Fundort ist nicht der Tatort, das steht fest. Wer ist sie? Silke Rupp, 17 Jahre. Schönes Mädchen. Hin? Hin. Haben wir Ihre Adresse? Steht hinten drauf. Schiller, ich weiß jetzt, wo mal Vicky steckt. Den können wir gleich in Altona einsammeln. Ja, dann fahr hin und schnapp ihn dir. Oder meinst du, wir können alles gleichzeitig machen? Ja, aber ich denke, ihr wolltet mitkommen. Beim Tisch liegt eine Asservatentüte, kümmere dich drum. Ich bin Fahnder und keine Schreibkraft. Meier 2, keine Widerrede. Eines Tages wirst du stolz sagen, du hättest den Job von der Pike auf gelernt. Also dann. Paul? Diesmal bist du dran. Nicht auf nüchternen Magen, Brocki, tu mir das nicht an. Ich denke, du machst Diät. Du hast doch den ganzen Tag einen nüchternen Magen. Das nicht.
deren Bauch und nasse Füße. Die Woche fängt gut an. Von der Mordkommission und nicht vom Bestattungsinstitut. Sagen. Bin fix und fertig. Siehst du? Silke ist gestern Abend nicht nach Hause gekommen. Hab auch noch nie gehört, dass eine Leiche nach Hause gekommen ist. Die Eltern wissen nicht, wo sie hingegangen ist. Und vielleicht kriegen wir es ja raus, dann können wir es den Eltern sagen. Sie geht auf Jean-Paul-Gymnasium. Ging. Was? Ging. Ja, was war die Silke denn so für ein Mädchen? Ich meine, ihr Wesen. War sie eher nett und freundlich? Oder war sie nicht so nett, nicht so freundlich? Ach, sie waren noch nicht so lange bei uns. Wo bleibst du denn? Ich glaube, erst seit einem halben Jahr. Und da hatten wir nicht so viel von ihr. Naja, die ist ein paar Mal hängen geblieben. Und älter als wir. Die hat sich hier mächtig stark gemacht und uns behandelt wie kleine Kinder. Was meinst du damit? Naja, sie hatte immer so Freunde. Männer. Alte Männer. Wie alt waren die so ungefähr? Naja, so wie sie. Vorsichtig, ne? Naja, Erwachsene eben. Das klingt schon freundlicher. Mit Geld und Auto und so. Kannst du uns den Namen von diesen Freunden nennen? Nee, das nicht. So dick war ich echt nicht mit ihr. Namen hat sie nie genannt. Vielleicht weiß Ulrike was. Wer ist Ulrike? Ich. Ulrike, vielleicht kannst du uns helfen. Mit wem war sie denn befreundet? Das weiß ich auch nicht. Aber du bist doch ihre beste Freundin. Ich nicht. Aber du hast sie gut gekannt. Ja, das schon. Hat Silke dir nie was über ihre Bekanntschaften erzählt? Doch, aber... Die hat ja so viele, da kann man sich nicht alle Namen merken. Sei ruhig, Mensch. Aber in letzter Zeit hatte sie nur einen, glaube ich jedenfalls. Wieso glaubst du das wenigstens? Weil sie mächtig angegeben hat damit. Hatte Geld, dickes Auto, eine Yacht. Ulrike, und diesen einen Freund... Hast du den gekannt? Oder kanntest du das Auto, Farbe, Typ? Hat sie was darüber erzählt? Nein, Silke hat mir nichts davon erzählt. Und das mit den vielen Freunden, diesen älteren Männern. Also, ich glaube nicht, dass das so war. Warum denn nicht? Naja, Silke übertreibt immer ein bisschen. Von wegen übertreibt. Rumgesponnen hat sie. Wie war dein Name? Michael Kettenberg. Michael Kettenberg. Du hast sie wohl nicht so besonders leiden mögen, ne? Nee, die hat so ein Mist über uns erzählt. Und wir hatten dann den Ärger. Ja, hast du noch was? Das war dann fürs Erste alles. Dankeschön. Dein Nachnamen noch, Ulrike? Ulrike Jahn. Ulrike Jahn. Danke vielmals. Tschüss. Tschüss. Hast du alle Adressen aufgeschrieben? Hab ich. Dann fahren wir jetzt zur Leichenschau. Nee, du. Alleine? Ins Leichenschauhaus kannst du mit nüchternem Magen gehen. Ja, ja. Welcher Blödmann hat dich befördert? Silke Rupp. Genaueres kann ich Ihnen erst nach der Obduktion sagen. Aber falls Sie eine Vermutung haben, können Sie sie ruhig äußern. Tja, keine äußeren Verletzungen, keine Einstiche. Wenn es Muskelkontraktionen gegeben hat, sind Sie von der Starre überlagert worden. Von der Starre überlagert klingt ja wahnsinnig interessant. Aber jetzt möchte ich noch wissen, was es heißt. Ich habe schon gesagt, dass ich mich vorher nicht festlege. Ja, aber vermuten dürfen Sie ja was. Gut. Es kann ein Stromschlag gewesen sein. Aha. Würde jedenfalls zu der Leiche passen. Das Mädchen könnte, bitte, ich sage, könnte einen elektrischen Schlag bekommen haben. Mhm. Einen tödlichen Schlag. Todeszeitpunkt? Am Sonntag. Irgendwann zwischen 18 und 24 Uhr. Genauer geht's nicht? Nein. Noch nicht. Ach, übrigens, da ist noch etwas. Die Leiche ist vor dem Einsetzen der Starre zum Fundort gebracht worden. Also ziemlich bald nach Todeseintritt. Vermutlich. Entschuldigen Sie mich jetzt. Eine Frage noch. Können Sie sich vorstellen, warum die Klamotten neben der Leiche auf dem Acker rumliegen? Nein, Herr Hauptkommissar.
Ich bin Mediziner. Na gut, aber Gerichtsmediziner, ne? Sie könnten ja auch mal eine Eingebung haben. Kleiner Scherz. Schöber, wenn du mir eine von deinen Zigarren gibst, dann verrate ich dir noch was. Hörst du sofort. Ah, erst verraten, dann die Zigarre. Das Mädchen hat kurz vor seinem Tod noch Geschlechtsverkehr gehabt. Aha, freiwillig? Ich will mal so sagen, es gibt keine Hinweise darauf, dass es eine Vergewaltigung war. Sonst noch was? Ja, doch. In allen Körperöffnungen haben wir so seifenartige Rückstände gefunden. Wahrscheinlich hat sie vor ihrem Tod noch gebadet. So einen Badeschaum oder sowas? Ja, sowas, was ich vornehme, Leute ins Badewasser zu. Kann mir nicht passieren, ich dusche. Hat sie das Zeug auch im Mund gehabt? Ja, überall, auch in den Ohren und in der Nase. Das heißt, die Kleine muss wenigstens einmal mit dem Kopf ganz unter diesen Badeschaum geraten sein. So sieht es aus. Hat sie zu diesem Zeitpunkt noch gelebt oder war sie schon tot? Paul, bin ich Hellseher? Gut, frage ich anders. Hat sie das Zeug auch in der Lunge gehabt? So weit sind wir doch noch nicht. Ihr denkt wohl, weil eure Patienten schon tot sind, könnt ihr euch Zeit lassen. Was? Paul, wir können uns immer Zeit lassen. Unsere Patienten sind immer tot. Meine auch. Sonst noch was? Ja, die Kleine hat ein bisschen Alkohol im Blut gehabt, so 0,5 Promille. Hm. Danke. Paul, meine Zigarre. Ah, ja. Du bist vielleicht ein krummer Hund, du. Hey, können Sie mit Ihrer Zigarre mal ein bisschen beiseite gehen? Sie haben völlig recht, ich lege sie gleich ganz weg. Also sehen Sie her. Ja. Dies ist ein Haar des Opfers, dunkelblond. Mhm. Es unterscheidet sich ganz eindeutig von dem schwarzen Haar, das wir von der Wolldecke abgenommen haben. Mhm. Wie habt ihr das gemacht? Ja. Na, wir haben auch so unsere Tricks. Also, die Decke war feucht. Das kann vom Tau gekommen sein. Möglicherweise war aber auch der Körper nass, bevor er eingewickelt wurde. Der Arzt sagt, er hat in allen Körperöffnungen so eine Art Badeschaum gefunden. Naja, ich weiß. Aber so weit sind wir noch nicht. Vielleicht morgen. Was ist mit der Wäsche? Naja, was ist mit der? Ich meine, habt ihr was von diesem Seifenschaumzeug in Ihren Höschen entdeckt? Also wir sowieso nicht. Aber die Kollegen von der Chemie, die haben das analysiert. Ergebnis gleich null. Die Reihenfolge könnte also gewesen sein. Geschlechtsverkehr, ein bisschen Alkohol, baden. Ja. Stromschlag, einwickeln und Abtransport. Mhm. Gut. Wenn wir euch nicht hätten. Ich werde das Kompliment weitergeben, Herr Hauptkommissar. Sie dürfen meine Zigarre zu Ende rauchen. Pfui, Deibel. Hallo, Brocki. Ah. Der Dschungel lichtet sich. Wir müssen noch mal mit den Eltern von Silke sprechen. Hast du denn inzwischen was gegessen? Gegessen? Ich? Ich mach doch eine Diät. Sieht man das nicht? Nee, und warum machst du es, wenn man es nicht sieht? Weil ich zu geizig bin, mir dauernd neue Hosen zu kaufen. Gustav Mawicki ist geschnappt. Sitzt oben. Der hat Zeit, den lass mal sitzen. Oh, willst du ihn denn nicht mal angucken? Nee, kein Interesse. Außerdem hat die Staatsanwaltschaft angerufen, die erwarten einen Abschlussbericht im Fall Lüder. Die können mir alle mal im Mondschein begegnen. Wo ist er denn hin? Für die Buchstaben K bis P ist die neue zuständig. Die mit den schönen, langen Beinen. Etwa die da? Mhm. Der würde ich gern mal im Mondschein begegnen. Was willst du damit so einem jungen Ding? Händchen halten, ihr ganz zärtlich den Unterschied zwischen Tatort und Totschlag erklären. Und du glaubst, das würde sich groß interessieren? Wäre mir völlig wurscht. Ich wusste gar nicht, dass du scharf auf kleine Mädchen bist. Kleine Mädchen sind wir doch alle scharf, Brocki, oder? Warte, ich helfe dir. Ja, danke, ist ganz schön schwer. Aber wenn ich dich schon treffe. Musst du nicht in die Firma? Los nicht, da ist die Hölle los. Wieso, hast du Ärger? Ich? Dein hochverehrter Onkel spielt verrückt und tobt rum. Soll mich nicht wundern, wenn er einen Herzinfarkt kriegt und tot umfällt. Ich hätte dich gar nicht zum Essen erwartet. Das macht nichts. Ich hab schon gegessen. Komm, ich mach dir wenigstens schnell einen Kaffee. Ja, danke. Hatte hier in der Nähe zu tun. Ulrike? Hi, Paz. Hallo. Hallo, Mutti. Hallo. Sag mal, hast du eine neue Jacke? Ja, gefällt sie dir? Ja, schön. Seit wann hast du die? Am Wochenende gekauft. Ach. Und von was für einem Geld? Thomas hat sie mir geschenkt. Wie kommt Thomas dazu, dir eine Jacke zu schenken? Ich hab sie im Schaufenster gesehen, mir hat sie gefallen. Und da hab ich ihn einfach gefragt. Soll das heißen, dass du am Wochenende mit ihm zusammen warst? Ja. Und am Sonntag auch? Ja, triffst du dich mittlerweile jeden Tag mit Thomas? Nö, nicht jeden Tag. Ich mach auf. So geht das nicht weiter. Das finde ich auch.
Tag, Ulrike. Können wir reinkommen? Ja, klar. Wir müssen noch mal mit dir sprechen. Sind deine Eltern da? Ja, das tun wir. Tag, entschuldigen Sie. Stöver, Kriminalpolizei. Das ist mein Kollege Brockmöller. Guten Tag. Kriminalpolizei? Ja, hat Ihnen Ihre Tochter nichts davon erzählt? Was soll sie denn erzählt haben? Wir haben die Leiche eines jungen Mädchens gefunden. Sie heißt Silke Rupp. Silke? Mhm. Oh mein Gott. Kennen Sie das Mädchen? Na ja, sie geht mit Ulrike in eine Klasse. Richtig. Und sie ist tot, sagen Sie? Am Sonntagabend gestorben. Warum hast du das denn nicht erzählt? Ja, wollte ich ja noch. Und wieso kommt sie denn zu uns? Nicht zu Ihnen, zu Ulrike. Entschuldigen Sie, aber was hat das mit Ulrike zu tun? Kleinen Moment, eins nach dem anderen. Keine Aufregung. Die Herren waren heute Morgen bei uns in der Schule. Sie wollten wissen, mit wem Silke befreundet war. Und weißt du, was Ihre Mutter uns erzählt hat? Dass du am Sonntagabend versucht hast, Silke anzurufen. Ja, aber Silke war nicht da. Und was wolltest du von ihr? Nur so, fragen, ob sie noch Zeit hat. Zeit? Wozu? Für einen Bummel oder so, nichts Besonderes. Trotzdem wäre es hoch anständig von dir gewesen, wenn du die Sache mit dem Telefonat uns heute Morgen schon erzählt hättest, ne? Ja, ich hab nicht daran gedacht. Macht nichts. Guck mal. Hast du das mal bei Silke gesehen? Nein, ich glaube nicht. Und der Name Bading, sagt er dir was? Bading AG? Wo haben Sie das her? Das Feuerzeug haben wir im Zimmer von Silke gefunden. Versteckt in einer Schublade, zusammen mit einer Packung Zigaretten. Herr Jahn, Sie gucken so erstaunt. Sie scheinen das zu kennen. Ja, natürlich. Das ist eines von unseren Werbefeuerzeugen. Von Ihren Werbefeuerzeugen? Ja, ich arbeite auch in der Firma Bading. Wieso auch? Johannes Bading ist mein Onkel und ihm, also dem Senior, gehört die Bading-Werft, bei der mein Mann arbeitet. Ach, sagen Sie, Sie sagten da eben Senior. Heißt das, dass es auch einen Junior gibt? Thomas Bading. Und wie alt ist dieser Junior, Thomas? Oh, an die 40. Ah, das ist ja prima. Thomas Bading. Muss mir alles aufschreiben. Kann mir nichts mehr merken. Ist ganz schrecklich. Um die 40, sagen Sie. Sag mal, Ulrike. Hat Silke mal den Namen Thomas Bading in deiner Nähe fallen lassen? Nein, bei mir nicht. Nein, bei ihr nicht. Es ist wirklich eine Werft wie im Bilderbuch. Respekt. Erfolg hat eine erotisierende Wirkung, ne? Selbst auf 17-Jährige. Wie darf ich das verstehen? Ganz direkt. Silke ist Ihnen noch im Grunde nachgelaufen. Silke? Die hat einen ganz kurzen Familiennamen, ne? Rupp. Oh, wei. Silke Rupp. Das war eine Schulfreundin von einer Verwandten von mir. Sie meinen von Ulrike Jahn? Genau. Ich habe Ulrike mal von der Schule abgeholt und da stand diese Silke neben mir. Fragte, ob ich sie auch nach Hause bringen könnte. Sie haben natürlich nicht Nein gesagt. Nein, warum auch? Es war ja nur ein kleiner Umweg. War das Ihre einzige Begegnung mit Silke? Nein, die ist mir noch ein paar Mal über den Weg gelaufen. Und immer in Begleitung von Ulrike Jahn? Nein. Sie sagen das so zögernd. Naja, ich hatte ziemlich bald den Eindruck, dass sie mir irgendwie nachlief. Oder wenn Sie es noch deutlicher haben wollen. Ja, sagen Sie es so deutlich, wie es geht. Sie wussten, wie alt sie war. Ja, natürlich, 17. Also der Staatsanwalt hatte nicht mehr die Hand drauf. Jedenfalls war sie 2 Jahre älter als Ulrike. Aber mindestens 20 Jahre ausgekochter. Penetrant, zudringlich. Und Silke wusste, wo Sie wohnen? Ja, ja. Haben Sie jemals von Ihrer Zudringlichkeit, wie sagt man da, Hauptkommissar? Gebrauch gemacht. Gebrauch gemacht? Wie bitte? Haben Sie mit ihr geschlafen? Ich bitte Sie, mit einer 17-Jährigen. Ich bin doch nicht verrückt. Wieso? Sie sagen doch völlig richtig. Der Staatsanwalt hatte die Hand nicht mehr drauf. Sie haben doch gehört, was ich gesagt habe. Silke hat nämlich mit einem Mann geschlafen. Freiwillig. Am Sonntagabend. Dann hat sie ein Bad genommen und ist, wie es im Moment aussieht, in der Badewanne durch einen elektrischen Schlag ums Leben gekommen. Der Mann hat sie in eine Decke gewickelt und weggebracht, mitsamt ihren Kleidern. Und das soll ich gewesen sein? Ja, ja, Sie haben ja ganz recht. Unser einer traut jedem immer alles zu. Wo waren Sie denn am Sonntag zwischen 18 und 24 Uhr? Ich zwischen 18 und 24 oh. Uhr? Ist das die Zeit, in der Silke umgebracht wurde? Umgebracht? Könnte ja auch ein Unfall gewesen sein. Ja, sicher. Ja. Also Sonntag nachmittags, da war ich auf meinem Boot. Nach Hause gekommen bin ich dann so
gegen 19 Uhr. Und dann bin ich nicht mehr weggegangen. Also am Sonntag haben Sie Silke nicht gesehen? Nein. Können Sie das irgendjemand bestätigen? Nein, ich war ja allein. So kein Besuch oder Nachbar, der geklingelt Nein. hat? Nein. Oh. Das heißt doch, Freddy hat angerufen. Freddy? Manfred Meißen, sein Kollege aus der Firma. Und wann war das? Das macht ja nichts. Das kann ja vorkommen. Ja, haben wir noch irgendwelche Fragen? Nö. Ah ja, Herr Bading, eine Sache vielleicht noch. Sie sind Ende 30, gut gehalten, unverheiratet. Haben Sie eigentlich eine feste Freundin? So eine ziemlich intime Frage, oder? Das stimmt. Haben Sie eine? Nein. Haben Sie deshalb so viel Zeit, junge Damen von der Schule abzuholen? Ich ziehe die Frage zurück. War auch nicht sehr gut. Wiedersehen. Hallo, Freunde. Hier ist der Muntermacher des Norddeutschen Rundfunks. Ich hoffe, ihr seid jetzt alle schön ausgeschlafen und auf dem Wege zum Arbeitsplatz. Und da könnt ihr dann weiterfinden. Übrigens, es ist 7 Uhr 10 Minuten. Ich bin noch ein Rindvieh. Und der Brockmüller ist ein Rindvieh. Der sowieso. Also in Ordnung ist das nicht. Wirklich nicht. Du bist aber auch ein Rindvieh. Sag ich doch, dass die schwarzen Haare dem Thomas Bading gehören, darauf hätten wir verdammt kommen müssen. Ich weiß gar nicht, ob ich das darf, einfach so. Mann Gottes, wir sind von der Kripo, was wollen Sie denn noch? Ja, aber den Ärger mit Herrn Bading ab nachher. Mit uns kriegen Sie noch viel mehr Ärger. So. Danke, den Rest machen wir dann schon. Ja, aber ich kann doch nicht. Hauptkommissar Brockmüller. Was ist? Ich nicht durch. Das ist ja ein Hammer. Was machen wir jetzt? In solchen Fällen ruft man die Polizei an, glaube ich. Und du musst dem Vater Bescheid sagen. Mm-mm. Oh Gott. Was ist denn passiert? Um Himmels Willen, Herr Bading! Ja, hören Sie auf zu jammern, holen Sie einen Arzt! Herr Jan, helfen Sie mir bitte, ja, den alten Herrn darüber zu bringen. Bitte, haben Sie nicht gehört, dass Sie einen Arzt suchen sollen? Hier in Sessel. Langsam. Ganz ruhig. So, ja. Schön. Und langsam. Ich hole eine Decke. Ja, und einen nassen Lappen, bitte. Ja. Der Arzt kommt gleich. Was soll ich denn jetzt bloß machen? Wir sorgen schon für ihn. Der Chef hat einen Schock. Thomas ist tot. Herr Jan, wer ist denn die Frau? Frau Adam, die rechte Hand des Chefs. Ein entsetzliches Biest. Die Decke. Danke. Wer sind Sie? Meißen. Ich bin der Assistent von Herrn Bading. Und Sie? Ich. Ich bin Paul Stöber von der Kriminalpolizei. Hier. Kriminalpolizei? Mhm. Das ist sein Auto. Voller Wetter. Sieht aus wie ein Osterei. Da haben die Kinder ja recht gehabt. Welche Kinder? Meinen Sie die Freundin des Junior? Wie kommen Sie darauf? Das ist doch kein Geheimnis. Seine Freundin konnte noch gar nicht jung genug sein. Ihre Trauer um Thomas Bading scheint sich in Grenzen zu halten. In sehr engen Grenzen, Herr Kommissar. Gibt's einen Grund dafür? Der Junior war faul, feige, unhöflich, unzuverlässig. Außerdem unordentlich, unpünktlich und launisch. Also genau der Traumchef, den man jeder Sekretärin an den Hals wünscht, den man nicht ausstehen kann. Und der Senior? Das genaue Gegenteil seines Sohnes. Sie haben sich schlecht verstanden. Alle Augenblicke sind sie zusammengerasselt, dass die Firma gewackelt hat. Erst gestern wieder. Weiß man warum? Dazu braucht es keinen besonderen Grund. Und dann hat der Junior seine schlechte Laune an Freddy ausgelassen. Freddy, das ist... Freddy Meißen, der Assistent vom Senior. Ich konnte den Krach beim besten Willen nicht überhören. Wollten Sie das denn? Herr Kommissar, ich habe kein Geheimnis daraus gemacht, dass ich den Junior nicht ausstehen kann. Frau Adam, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Schöne Bilder. Schön, dass Sie Ihnen gefallen. Wo haben Sie die Abdrücke gefunden? Im Bad. An dem Schränkchen mit den Badesachen, am Rasierzeug und so weiter. Also, die kleine Rupp war in der Badingschen Wohnung. Aber an dieser Karaffe gab es keine Abdrücke. Bisher absolute Fehlanzeige. Aber die Kollegin arbeitet noch dran. Ich kann sie auch mal rüberrufen. Ja.
Ja? Würden Sie bitte mal rüberkommen und bringen Sie die Karaffe mit. Ja. Also zurück zu den Fingerabdrücken in der Wohnung. Es gibt tatsächlich noch eine Menge Abdrücke, die wir bisher noch nicht identifiziert haben. Außer denen des toten Thomas Bading und dieser Silke Rupp. Oh, hallo, Uschi. Guten Tag, Herr Brockmüller. Guten Tag, Frau Sander. Darf ich mal? Also, diese dunklen Flecken hier sind Blut, Blutgruppe 0 wie das Opfer. Hm. Aber die Karaffe ist mit einem feuchten Leder abgewischt worden. Wieso wissen Sie das so genau? Wir haben Lederpartikel gesichert. Aber keinen einzigen Abdruck. Aber in den Rillen ist doch Blut. Tja, vielleicht hat der Täter das in der Eile vergessen, was weiß ich. Aber sonst? War ja gründlich und sorgfältig. Tschüss und danke. Ja, tschüss. Hallo Peter, dich habe ich gesucht. Die Armbanduhr des Opfers. Sie ist zerstört durch einen Schlag oder Sturz und dabei ist sie genau auf 7:03 stehen geblieben. Tja, nun ist aber unser Arzt der Meinung, dass der Tod erst gegen 21 Uhr eingetreten ist. Kann man denn mit einer eingeschlagenen Schädeldecke noch 2 Stunden leben? Keine Ahnung. Ich hab's noch nicht ausprobiert. Tschüss. Übrigens, der Staatsanwalt hat angerufen. Dima Vicky hat ihr Geständnis widerrufen. Was? Dima Vicky? Herma Vicky. Gustav. Mann, Vicky, was ist denn mit dir los? Du musst jeden Tag eine Magnesium essen. Das ist gut gegen Alzheimer. Danke, nimm dir mal selber. Ich soll dich schon wieder an die Akte Lüder erinnern. Ja, ist ja prima. Ich habe ja auch nichts zu tun. Stöber, ich hab da, was willst du, Kollege? Ich habe da einen Verkehrsunfall. Ja, dann musst du zur Verkehrspolizei. Ja, aber da scheint, dass da jemand an den Bremsen rumgefummelt hat. Ich wollte ihm die Akten sowieso hinschicken. Ja, dann bring ihn erstmal zu meinem Schreibtisch. Der steht in 211, ja? Hallo, hallo. Sie sind Frau Lüder? Ja. Guten Tag. Ich wollte Sie sprechen. Aber eigentlich passt das jetzt überhaupt nicht, Frau Lüder. Ja, ich muss Sie. Sie wollen uns beichten, warum Peter Lüder Ihren Mann erschlagen hat. So viel Zeit muss sein. Becker, kommst du noch mal runter? Ja. Begleitest Frau Lüder die Treppe hoch? Vielen Dank. So, vorwärts. Also, eigentlich habe ich die Schuld. Ich hatte ein Verhältnis mit seinem Bruder. Sie werden es nicht glauben, aber sowas habe ich mir schon gedacht. Ja, ein Schweinehund, ein absoluter Schweinehund. Ja. Stöber! Rockmüller! Der alte Bading versucht euch überall zu erreichen. Ich denke, der ist halb tot. Naja, das war wohl seine Sekretärin. Einer von euch möchte bitte mal vorbeikommen. Ne? Hat sie bitte gesagt? Hat sie. Er will euch noch irgendwas sagen, was irgendwie wichtig ist. Machst du das? Hast du Block und Bleistift bei dir? Frau Lüder, sind Sie so nett und erzählen Ihre ganze Geschichte meinem Kollegen. Paul, das wird ein bisschen dauern. Okay, das ist der Herr Meier. Ja, was mit dem Verkehrsunfall hier? Schon mal vor, 211. Ja. Meier. Koch Ihren Kaffee. Vielleicht lieber einen Cognac. So. Erstmal einen Kaffee, ne? Ah, das ist nett. Vielen Dank für den Kaffee. Sie sind Frau... Adam. Frau Adam. Ah, Sie haben angerufen. Tut mir leid, dass Ihrem Chef noch so schlecht geht. Es ging wirklich nicht. Ich meine, der Arzt hat Herrn Bading verboten, zu Ihnen aufs Präsidium zu kommen. Na ja, das verstehe ich, ja. Es ist ja wirklich nicht sehr gemütlich bei uns. Es ist gut, Frau Adam und Frau Lenz. Lassen Sie uns jetzt bitte allein. Ich muss Sie um Entschuldigung bitten. Entschuldigung? Na ja, einfach umzufallen, ein erwachsener Mann. Umzufallen wie ein, Das war ja auch ein Schock für Sie. Ja, das war's. Ich muss Ihnen etwas gestehen, Herr Brockmüller, nicht wahr? Als Sie mir sagten, Thomas sei tot, habe ich das gar nicht begriffen. Nein, das ist falsch. Da habe ich an etwas ganz anderes denken müssen. Dass ich das letzte Mal, als ich meinen Sohn gesehen habe, mit ihm gestritten habe. Wir sind im Zorn auseinandergegangen. Das letzte Mal. Nur Wut und Streit. Das verfolgt mich. Das kann ich nicht verdrängen. Hatten Sie oft Auseinandersetzungen mit Ihrem Sohn? Ja, leider. Sie waren nicht sehr zufrieden mit Ihrem Sohn, hm? Nein. Er war mein Sohn, aber zufrieden? Nein. Hatte das mit dem Lebenswandel zu tun? Ja. Sehr viel. Thomas war pflichtvergessen und leichtfertig. Gearbeitet hat er nie. Nein, er ist nie erwachsen geworden. Seit meine Frau tot ist, komme ich an meinen Sohn nicht mehr ran. Hm. Wann ist Ihre Frau gestorben? Vor 11 Jahren. Aber da war Ihr Sohn ein erwachsener Mann. Nein, er war ein Kind, das alles haben will und alles kaputt macht. Aber ich hatte doch nur ihn. Die Müdigkeit hat mich eingeholt. Aber kann ich diesem Jungen mein Werk anvertrauen? Der alte Bading ist fix und fertig. Hat mich ganz schön mitgenommen. Und du?
Treibst dich hier rum, hm? Ich treib mich nicht rum. Der Alte wollte einen Zwischenbericht haben. Hier, und den hat er jetzt. Seit wann gibt's denn sowas? Ich nehme einen Druck von der Presse. Ey, wo bleibst du? Ach so, Entschuldigung. Kleine Mädchen machen Auflage. Okay, tschüss, ne? Was ist los? Wo sind die Herrschaften? Beim Abendessen oder was? Also, ich habe hier gegessen. Und Frau Lüder, die hat erstmal einen Flachmann leer gemacht. Und dann ist sie nach Hause gegangen. Sie wollte nämlich nur mit dir sprechen, hat sie gesagt. Ich habe ihr gesagt, dass du im Moment ein bisschen genervt bist. Wieso sagst du denn sowas? Ich bin überhaupt nicht genervt. Wo ist denn dieser Freddy, der Herr Meißen? Hm, der hat sich gemeldet. Der guckt sich im CCH ein Durbridge-Krimi an. 3-4, Platz 9. Wir suchen einen Zeugen und der Zeuge guckt sich ein Theaterstück an. Hör mal zu, Meier 2, wenn du noch einmal an mein Knäckebrot gehst, gibt's Ärger. Ich brauche das für meine Diät. Hier, abheften. Hast du meinen Mantel auch gegessen? Der ist hier. Also, gehst du nicht mit? Nee, ich finde Theater doof. Dankeschön. Tut mir leid, Herr Meißen, dass ich Sie mitten im Kunstgenuss störe. Das schadet nichts. Das Stück interessiert mich sowieso nicht. Unter uns gesagt, es geht mir eigentlich nur um die Dame, die neben mir sitzt. Ah, mit der sind Sie verabredet? Erraten. Oh, man merkt doch gleich, dass man ein Gegenüber hat, der von der Kripo ist. Dann haben Sie also heute noch was vor. Machen wir es kurz. Ich habe gehört, Sie hatten gestern einen Heidenkrach mit dem Junior. Ja, und wie? Zum Glück kam ein längeres Auslandsgespräch, da mussten wir Schluss machen, aber sonst. Es hat nicht viel gefehlt und wir hätten uns geprügelt. Oh, um Gottes Willen, worum ging's denn dabei? Um eine Ausschreibung. Heute ist bzw. war letzter Termin. Die haben hier so herrliche Brötchen, entschuldigen Sie mal. Fräulein, kann ich so ein ganz mageres haben? Ich mach Diät. Haben Sie den Thomas Bading nach diesem Streit noch mal gesehen oder gesprochen? Nein. Dann wissen Sie auch nicht, warum wir ihn sprechen wollten. Nein. Um was geht's denn? Wo waren Sie gestern Abend zwischen 6 und 9? Herr Meißen. Ach, Sie wollen ein Alibi? Ich? Nö. Aber es könnte nicht schaden, wenn Sie eins hätten. Das Schloss in der Wohnungstür von Thomas Bading war völlig unbeschädigt. Er hat also seinen Mörder selbst zu sich reingelassen. Und wer war das? Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass es irgendein x-beliebiger Nachbar war. Dazu war Bading viel zu aufgeregt, wissen Sie? Also ein Freund. Sagen wir mal so, es würde jedenfalls besser passen. Ich weiß nicht. Ich bin gestern so gegen 5:30 zu mir nach Haus gefahren, hab was gegessen, dann zurück in die Firma und noch zur Arbeit. Hat Sie jemand gesehen? Vielleicht der Nachtwächter. Und von der Firma? Wieder zurück in meine Wohnung. Schön. Ja, das wäre im Moment alles. Recht herzlichen Dank. Also ich meine, ich muss wieder rein. Sie sind ein freier Mann in einem freien Land. Ich zahle das mal. Oh, Entschuldigung. Nein, nein, schon gut. Danke. Zieht sich. 2 schwere Schläge, möglicherweise mehr. Die Obduktion läuft noch. Und was ist mit den Rups? Bombensicheres Alibi. Ein Arzt, ein Geistlicher, 2 Nachbarn. Naja, wäre ja auch zu schön gewesen. Wenn wir gestern an die anderen Haare auf der Leichendecke gedacht hätten. Wen sagst du das? Dann hätten wir sie verglichen und Thomas Bading sofort verhaftet. Dann wäre er noch am Leben. Ich denk die ganze Zeit daran. Ich auch. Ich will nur eins wissen. Ob der Tod von Silke was mit dem Mord an Thomas Bading zu tun hat. Guten Abend. Ich gehe dann. Danke. Herr Jahn, mein Kollege hat noch ein paar Fragen an Sie. Ich? Ja, du. Hier, behalten Sie Platz. So, Herr Jahn, wie war denn Ihr Verhältnis zum Thomas Bading? Ja, ich bin ihm aus dem Weg gegangen. Dem Senior übrigens auch. Alle Badings haben die Fähigkeit, ihren Charme sehr genau zu dosieren. Und ich gehöre eben immer noch nicht zur Familie. Aber Ihre Frau gehört dazu? Im Grunde schon. Schließlich ist sie im Hause des Senior aufgewachsen. Ach, bei Johannes Bading? Ja, wussten Sie das nicht? Nein, Sie rauchen doch, nicht? Danke. Komisch. Der Senior rühmt sich doch sonst immer seiner guten Taten. Was soll's. Evas Eltern sind tödlich verunglückt, da war sie 14 und der Senior hat die Vollwaise aufgenommen. Dass ich sie dann heiraten durfte, war eine Gnade. Noch größer als die Stellung, die er mir anbot. Mit den größten Bedenken. Hm. Ich muss Ihnen jetzt eine Frage stellen, die wir allen Bekannten und Verwandten von Herrn Bading stellen. Was haben Sie gestern zwischen 18 und 21 Uhr gemacht?
Ich? Ja. Ich bin gleich in die Firma gefahren, als Sie gegangen waren. Dort bin ich so um 16:45 wieder abgehauen. Und sind in Ihre Wohnung gefahren? Ja. Haben Sie sie noch mal verlassen? Nein. Gibt es dafür Zeugen? Zeugen? Ich weiß nicht. Eva und Ulrike waren da, als ich kam, aber sonst nein. Herr Jahn, dass Herr Bading wenige Freunde hatte, das wissen wir inzwischen. Hatte er Feinde? Oh, das weiß ich nicht. So genau kannte ich ihn nicht. Ich vermute es stark. Ulrike? In welches Zimmer habt ihr die kleine Jahn gesteckt? Die ist doch da, oder? Ich habe sie noch nicht gesehen. Wo treibt sie sich rum? Die ist noch keine 16. Ist Ihnen das zu hell? Nein. Ich kann das ein bisschen korrigieren. So. Frau Jahn, sein Tod hat Sie sicherlich stark erschüttert. Wie lange haben Sie ihn gekannt? Fast 20 Jahre. Gut gekannt? Aber die Vorliebe Ihres Cousins für junge Damen ist Ihnen sicherlich nicht verborgen geblieben. Übrigens, mit Silke hat er ein intimes Verhältnis gehabt. Nein. Doch. Und er hat uns gestern erzählt, dass er sie manchmal von der Schule abgeholt hat. Ulrike, ihre Tochter. Und bei der Gelegenheit hat er Silke kennengelernt. Naja, manchmal schon. Ihre Tochter ist ein attraktives Mädchen. Sie ist ein Kind. Ein schönes Kind, wie man so sagt. Verstehe Sie schon. Thomas ist das natürlich nicht entgangen. Mir war es überhaupt nicht recht, dass die beiden so viel zusammen waren. Gut, sie waren aber doch Verwandte. Ja, trotzdem, Mann, Anfang 40, legt ein 15-jähriges Mädchen groß zum Essen ein, fährt mit ihr Boot, kauft ihr Kleider. Sie haben sich also Gedanken gemacht? Das wissen Sie doch. Ich? Wieso? Sie haben doch mit Freddy gesprochen, hat das Ihnen nicht erzählt? Ich weiß jetzt nicht, was Sie meinen. Ich habe Freddy angerufen wegen Ulrike und Thomas. Ach, Freddy Meissen. Warum ausgerechnet den? Er ist doch... Ich meine... Er war doch mit Thomas befreundet und ich dachte, wenn einer was Genaueres weiß, dann er. Richtig. Wann haben Sie ihn angerufen? Gestern, gleich nachdem Sie hier gegangen waren. Und was hat er gesagt? Er hatte nicht viel Zeit. Er sagte nur, dass die beiden tatsächlich viel zusammen waren. Aber jetzt hätte Thomas einen Dämpfer gekriegt, den er nicht so schnell vergisst. Ein Dämpfer nennt er das. Herr Hauptkommissar Brockmöller, haben Sie noch eine Frage oder mehrere? Ja. Frau Jahn, wo sind Sie gestern zwischen 18 und 21 Uhr gewesen? Wo ich war? Hier zu Hause. Die ganze Zeit? Ja, den ganzen Nachmittag. Allein? Nein, so um 5 kam Helmut, also mein Mann aus der Firma. Und so gegen 6 kam dann Ulrike. Entschuldigen Sie uns mal einen Moment. Augenblick. Sind Sie bitte so nett und leisten Frau Jahn einen Moment Gesellschaft. Ist irgendwas? Du guckst so komisch. Ist dir was aufgefallen oder nicht? Natürlich. Freddys Bemerkung mit dem Dämpfer meinst du? Nein, die meine ich nicht, Paul. Du hast tief geschlafen. Beim Verhör? Ja. Da hab ich beim Verhör. Tief geschlafen. Guten Abend. Sie können jetzt gehen. Ja. Herr Jahn, Sie sind doch sicher, als Sie gestern gegen 5 nach Hause kamen, waren Ihre Frau und Ihre Tochter in der Wohnung. Ja. Ja, sicher. Was soll das? Kommen Sie doch mal mit. So, und jetzt klären wir mal einen kleinen Widerspruch. Dankeschön. Sie, Herr Jahn, behaupten, dass Ihre Frau und Ihre Tochter in der Wohnung waren, als Sie gestern gegen 5 Uhr nach Hause kamen. Sie, Frau Jahn, haben gerade gesagt, dass Ulrike gegen 6 Uhr eingetrudelt sei. Na? Was ist denn nun richtig? Oh, das kann doch nicht so schwer sein. Herr Jahn, Frau Jahn, Wo war Ulrike denn gestern Abend? Wollen Sie uns das nicht sagen? Hier ist Stöver. Wisst ihr, wo Meier 2 ist? Ist da nicht schon Feierabend? Gut, ich gehe mal gucken. Danke. Siehst du mal dein Buch? Bin gleich wieder da. Weißt du, wie der Dreh mit Vornamen heißt? Kartoffel. Ah, Meier 2.
nichts. War mir klar, dass du hier rumhängst. Tu mir einen Gefallen, stell deinen Bierpott an die Seite und sorg dafür, dass ein Fräulein Ulrike Jahn so schnell wie möglich ins Präsidium kommt, und zwar zu mir. Das Mädchen ist 15 Jahre alt, wohnt in der Kilsinger Straße 11. Hast du das? Du weißt, dass ich Feierabend habe. Ja, das ist mir vollkommen klar. Wenn du sie zu Hause nicht antriffst, in ihrer Schulklasse gibt es einen jungen Mann. Der heißt Michael Kettenberg. Der fühlt sich so ein bisschen als ihr Bräutigam. Dann gehst du zu dem. Der wohnt Anhalterweg 37. Ist das alles in deinem Bierschwämmchen angekommen? Alles angekommen. Beeil dich. Jawohl, mein General. Wenn es geht, die Woche noch. Ei, ei, Sir. Hast gehört, was Stöver der Große gesagt hat? Dann komm mal in die Puschen. Nun kriegst du den Bauch voll. Und der arme Malwicki sitzt oben und wartet. Lass den mal warten. Das macht gefügig. Außerdem, irgendwann muss ich ja mal was essen. Wird ganz schlecht. Mir auch. Rockmüller? Hameyer 2? Jetzt noch? Wie kommt denn der ins Theater? Ach, der hospitiert da. Ja. Hol den Hausmeister und sorg dafür, dass man reinkommt. Ja, bis gleich. Meier Zweier meint, Ulrike sei bei ihrem Freund auf dem Kiez, im St. Pauli-Theater. Wir haben es heute Nacht mit lauter Hamburger Spezialitäten zu tun. Na, mir soll's recht sein. Dein Mantel ist hier. Wieso, gehst du nicht mit? Oh, du weißt doch, ich finde Theater doof. Jetzt gehst du mit. Mütze. Na, ihr Hübschen, haut ab, wir sind im Dienst. Wir auch, Mensch. Schieß in Wind. Guten Abend. Polizei? Na, endlich. Bitte hier lang. Wo ist denn unser Kollege? Der holt sich gerade was zu essen. Der Junge macht nicht auf. Ich habe ein paar Mal gegen die Tür geklopft, aber vielleicht hat er Tabletten genommen. Das machen wir dann schon. Keine Sorge. Die Kleine nicht dazu bringen, gegen ihre Eltern auszusagen, Paul. Nein, nein, ich weiß. Ich bin ein gesetzestreuer Beamter. Jeder sieht sich anders. Mensch, ihr habt mir vielleicht Zeit gelassen, ich bin schon fast verhungert. Paul wusste mal wieder eine Abkürzung, aber es war ein Umweg. Ulrike, Michael? Macht schon auf, oder sollen wir die Tür aufbrechen? Polizei. Seid vernünftig, wir wissen, dass ihr drin seid. Keine Angst, ich bin noch bei dir. Los, macht endlich auf. Beeilt euch, es gibt nur Ärger und sonst gar nichts. Sag mal, bist du verrückt geworden oder was? Lass sie in Ruhe, verschwindet, raus mit euch. Wenn ihr den Helden spielen willst, musst du auf die Bühne gehen. Verschwindet, haut ab, raus. Komm, gib mal deine Hand her. Ich helfe dir hoch. Gib mir die Pfote. Lass mich los! Ja. Lass mich los, du Scheiße! Lass mich los! Ganz ruhig, wir wollen nur mit dir reden. Komm, ist das deine Tasche? Ja. Lass mich los, du Scheiße! Stöver in Action. Falls ich dich noch mal besuche, empfängst du mich ein bisschen freundlicher, verstanden? So, komm, Ulrike. Und du hast Feierabend. Meine Tasche, wo ist meine Tasche? Die Tasche und die anderen Sachen sind im Wagen. Von über dir. So. Ulrike! Gut. Herr Kommissar. Herr Kommissar, ich muss Sie dringend sprechen. Jetzt gleich, sofort, bitte. Sofort, bitte. Dankeschön, ich mach das schon. Da rein. Herr Kommissar, ich bin's gewesen. Bitte lassen Sie Ulrike in Ruhe, ich war's. Sie sind's also gewesen? Ja. Und wie hat sich das abgespielt? Ja, also, angefangen hat es mit den Geschenken, die Thomas Ulrike gemacht hat. Dem Kleid und so. Ich weiß auch nicht, mir gefiel das alles nicht und da wollte ich mit ihm drüber reden. Naja, dann bin ich zu ihm hingefahren. Frau Jahn legt gerade ein Geständnis ab.
Erst wollte er mich gar nicht reinlassen. Aber ich habe so lang Krach geschlagen, bis er aufgemacht hat. Er hat natürlich alles abgestritten. Ulrike sei eine nette, kleine Bekannte, weiter nichts. Und dann habe ich sie gesehen. Was haben Sie gesehen? Die Tasche von Ulrike. Ich bin ganz sicher, dass es ihre war. Ich hatte sie ihr selbst zu Weihnachten geschenkt. Er hat wieder alles abgestritten. Die Tasche hätte sie irgendwann mal bei ihm vergessen. Ich habe ihm kein Wort geglaubt. Und wir haben gestritten. Und dann bin ich durchgedreht. Ich habe ein Stück genommen, das da rumstand, und habe auf ihn eingeschlagen. Ja. Ich habe auf ihn eingeschlagen. Und dann ist er umgefallen und war tot. Ich habe dann die Tasche von Ulrike genommen und bin weggelaufen. Frau Jahn, nur noch zwei Fragen. Das Stück, das, wie Sie sagen, das dort rumstand, haben Sie das abgewischt? Das weiß ich nicht mehr. Und haben Sie Ihre Tochter dann auch noch mal gesehen? Na ja, wohin? Auf dem Flur. Frau Jahn, dieser Gegenstand, womit Sie auf ihn eingeschlagen haben, was war das? Das weiß ich nicht mehr. Wie sind Sie zu Ihrem Cousin gefahren? Mit dem Auto oder mit der U-Bahn? Ich meine, wie sind Sie in sein Haus gekommen? Das weiß ich auch nicht mehr. Kann man nichts machen. Kommen Sie mal bitte, begleiten Frau Jahn. Ulrike, jetzt hör mir mal genau zu. Das ist eine ganz vertrackte Situation und eigentlich durften wir dich gar nicht reden lassen, aus vielen juristischen Gründen, die ich dir nicht näher erklären will. Aber wenn du uns was erzählen willst, dann sag um Himmels Willen die Wahrheit. Deinetwegen und vor allem deiner Eltern wegen. Nachdem wir bei euch waren, bist du zu Thomas gefahren, ja? Zu deinem Onkel Tom. Setz dich doch. Ja. Und was wolltest du von ihm wissen? Ich wollte wissen, ob er wirklich mit Silke, nachdem er mir gesagt hat, er würde mich lieben. Und? Hast du es rausgekriegt? Nein, Thomas war nicht da. Ich musste lange auf ihn warten. Und als er endlich kam, hat er es eilig und wollte gleich wieder weg. Hat er gesagt, wohin? Nein. Dann habt ihr aber doch miteinander gesprochen, ja? Über Silke. Und was ist dann passiert? Ulrike, wir möchten wissen, was an diesem Tag passiert ist. Und wir möchten die ganze Wahrheit von dir hören. Ich kann doch... Ulrike, ich verspreche dir, wir helfen dir. Du hast mit Thomas über Silke geredet, hm? Ja. Und wo habt ihr geredet? Ich verstehe sie nicht. In welchem Zimmer? Im Schlafzimmer. Und nachdem ihr über Silke geredet habt, was ist dann passiert? Stimmt doch, dass du mit Silke geschlafen hast, oder? Ach, was redest du denn da für ein Blödsinn? Du hast also mit ihr geschlafen. Hör doch auf mit dem Quatsch. Du liebst mich doch, oder? Natürlich. Weißt du, Silke, wir wollen nicht mehr drüber reden. Aus. Ich weiß nicht, ich habe das noch nie gemacht. Einmal ist immer das erste Mal. Du musst keine Angst haben.
Ich liebe dich doch. Wirklich? Hast du es auch zu Silke gesagt? Hör doch auf mit dieser Silke. Du bist hier und ich liebe dich. Geh schnell ins Badezimmer und schließ dich ein. Ich mach das schon. Jetzt? Ja, jetzt. Und was willst du? Du hast es mit Silke getrieben. Und Silke ist tot. Moment, Moment! Was habe ich damit zu tun? Das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass du jetzt hinter Ulrike her bist und es passt mir nicht. Du bist ja verrückt. Ach, und das Lehrmädchen? Aus der Personalabteilung? Ja, was war mit der? Die sitzt jetzt am Schreibtisch und heult. Ich weiß es von Helmut. Und jeder, der es hören oder nicht hören will, erfährt von ihr, dass du letztes Wochenende mit ihr in der Heide warst. Geschwätz. Und die kleine Stenotypistin? Auch Geschwätz? Die erzählt's offen herum, dass sie mit dir zusammen war. Vor 14 Tagen, auch in der Heide. Du musst eben nicht alles glauben, was man dir so erzählt. Du bist ein Schwein. Aber ist mir egal. Du kannst machen, was du willst. Nur wenn du Ulrike anfasst, bring ich dich um. Ulrike, Ulrike, wie kommst du überhaupt auf Ulrike? Das ist ihre Tasche. Das ist Ulrikes Tasche, wie kommst du zu der Tasche? Na und? Die hat sie irgendwann mal hier liegen lassen, was weiß ich wann. Gib die Tasche her. Wenn du darauf gehst, du, ich warne dich, dann passiert was. Ach, du willst mir drohen? Du? Damals, als ich noch blöd genug war, um mit dir ins Bett zu gehen, wäre das vielleicht möglich gewesen. Aber jetzt? Was bist denn du? Ein armseliger Wichser, der mit Kindern ins Bett geht, wer bei einer richtigen Frau nicht mehr landen kann. Raus! Mach, dass du rauskommst! Scher dich aus meiner Wohnung! Du alte Schlampe, du! Dreckstück, los! Ich habe alles gehört, Thomas. Du konntest ruhig alles hören. Ja, 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 ich hatte mal ein Verhältnis mit deiner Mutter, bevor sie deinen Vater kennenlernte und ihn heiratete. Na und? Ist das so schlimm? Was mit den Mädchen? Die Lehrlinge, die bei euch in der Firma, was ist mit denen? Geschwätz, nichts als Geschwätz. Komm, jetzt trinken wir erstmal einen Schluck, ja? Und dann vergessen wir alles. Komm. Du Schwein, du miese Schwein! Sogar bist du noch zu retten! Du hast mir gesagt, dass du mich liebst. Das ist gelogen. Das ist alles gelogen. Jedes Wort, was du sagst, ist Lüge. Ich wäre beinahe mit dir ins Bett gegangen. Ich hätte mit dir geschlafen. Ich wollte mit dir schlafen. Hast du das begriffen, du Schwein? So, du kleine Schlampe. Und jetzt raus mit dir. Ist ja noch schlimmer als deine Mutter. Schlampen seid ihr doch alle. Du, deine Mutter, Silke. Raus jetzt hier. Da ist die Tür. Und dann? Was war dann? Ja, dann habe ich die Flasche genommen und sie ihm auf den Kopf gehauen. Ganz fest und immer wieder, bis er sich nicht mehr bewegte. Dann habe ich mich angezogen und bin weggegangen. Die Türen habe ich alle offen gelassen. Jeder sollte ihn sehen. Hast du die Flasche abgewischt? Ich kann mich nicht erinnern. Nein. Versuch dich zu erinnern. Nein. Ist dir eigentlich klar, was du uns da eben erzählt hast? Ja, aber das musste ich doch tun. Das verstehen Sie doch, oder? Verstehen Sie das denn nicht? Ulrike, was hast du gesagt? Mutti, ich war in der Wohnung, als du dich mit Tom gestritten hast. Ich hab alles gehört. Auch das mit dir und Tom. Ich habe Thomas erschlagen. Ulrike, jetzt sag uns mal bitte, dieser Gegenstand, die vermutliche Tatwaffe, die hast du dann abgewischt? Ich hab nichts abgewischt. Dann haben also Sie, ich sag Ihnen jetzt mal, was das war, es war eine Karaffe. Dann haben Sie die Karaffe abgewischt. Nein, ich habe auch nichts abgewischt. Dann bleiben ja nur noch Sie übrig. Aber ich war doch gar nicht in der Wohnung. Ich habe Eva nur hingefahren. Das wäre ja kein Hinderungsgrund. Also, eine Karaffe aus schwerem Bleikristall. Nein, warum sollte ich was abwischen?
So. Und was machen wir jetzt? Lokaltermin war schon, oder? Für mich ist das Lokal immer noch interessant, solange ich nicht weiß, wer diese Karaffe abgewischt hat. Ulrike sagt nein. Die Mutter sagt nein. Erst gesteht die Mutter einen Mord, dann gesteht die Tochter einen Mord. Totschlag, Paul. Ist mir auch recht. Jawohl, sagen beide, wir haben zugeschlagen. Aber die Karaffe, nein, die haben wir nicht abgewischt. Du vergisst Vater Jan. Er sitzt unten im Auto. Sagt er. Also, ich bin jetzt mal Thomas Bading. Ulrike liegt da oben im Lotterbett. Es klingelt. Ich komme die Treppe runter, gehe zur Tür. Licht brennt. Draußen steht Eva Jan und tobt. Ich lasse sie in meine Bude. Also, na, Bude. Das ist eine erstklassige Absteiger, du. Mensch, das ist doch jetzt mal völlig wurscht, Brocki. Du kannst einem auf den Geist gehen. Krach, Zoff. Eva schlägt zu. Rast aus der Wohnung. Die Tür fällt hinter ihr ins Schloss. Sagt sie. Oder bleibt offen. Sagt Ulrike. Worauf willst du eigentlich raus? Ist über die Tasche noch irgendwas zu holen? Die Mutter sagt, sie hätte die Tasche mitgenommen. Ulrike hat erzählt, Thomas hätte Eva aus dem Zimmer gedrängt. Also wird sie kaum Gelegenheit gehabt haben, die Tasche mitzunehmen. Gut, also nochmal zurück zur Karaffe. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn Vater Jan hochgekommen ist, um nachzusehen, was seine Frau da wieder angerichtet hat, dann steht er vor einer verschlossenen Tür. Hinter der nach eigener Aussage Ulrike den Thomas erschlägt. In diesem Fall würden die Eltern nicht wissen, dass Ulrike in der Wohnung versteckt ist. Wahrscheinlich. Aber das führt zwingend zu dem Schluss, dass Ulrike die Karaffe abgewischt hat. Oh, das wollte ich aber gar nicht. Das ist aber Pech. Warte mal. Es gibt ja noch eine andere Möglichkeit. Mhm. Ulrike hat gesagt, dass sie die Tür offen gelassen hat. Hör mal zu, sie hat die Tür offen gelassen. Thomas sollte gefunden werden. Wenn Vater Jan jetzt die Treppe raufkommt, wäre die Tür offen. Dann hätten die Eltern gesehen, wie Ulrike unten aus dem Haus rauskommt. Wahrscheinlich. Du, die Mutter verdächtigt die Tochter. Und will sie schützen durch eine Falschaussage. Und wenn nur die Tochter die Mutter schützen will, auch mit einer Falschaussage? Weißt du, was du bist? Ein Niederling und klein karierter Korinthenkack. Danke, hätte ich nicht besser sagen können. Telefon für dich. Ja? Ah. Ah ja. Ja, wir kommen. Wir müssen ins Hafenkrankenhaus. Bading hat einen Herzinfarkt und nur der liebe Gott weiß, ob er durchkommt. Dr. Lütten, Sie wissen, was der Chef gesagt hat. Also ich finde... Na gut, also bitte, wenn Sie wollen, aber auf Ihre Verantwortung. Sie sind von der Kriminalpolizei? Ja, sind wir. Der Chef hat gesagt, 5 Minuten, höchstens. Das ist viel Zeit, mehr brauchen wir nicht. Es geht ihm nicht gut. Es geht ihm überhaupt nicht gut. Damit haben wir gerechnet. Die beiden Herren sind von der Kriminalpolizei. Danke, dass Sie gekommen sind. Können Sie jetzt mit Herrn Bading allein lassen? Ungern. Der Arzt hat gesagt, der Patient nur einen kleinen Moment. Aber die Tür bleibt offen. Ich will wissen, was hier vorgeht. Ja, Herr Bading. Warum haben Sie uns zu sich gerufen? Mein Sohn, natürlich wegen Thomas. Ich hatte doch nur ihn. Suchen Sie nach dem Mörder, besser in Ganovenkreisen, in denen er wahrscheinlich verkehrt hat. Das klingt sehr bitter, Herr Bading. Wie soll es denn jetzt mit Ihrer Firma weitergehen? Wie schon, ich werde Freddy Prokura geben. Herrn Meißen, Ihrem Assistenten. Ja, Freddy hat ja sowieso schon das meiste erledigt. Thomas hat doch nur unterschrieben, was Freddy für ihn vorbereitet hatte. Die beiden haben immer geglaubt, ich würde das nicht merken. Naja. Sie waren erschüttert darüber, dass Ihr letztes Gespräch mit Ihrem Sohn eigentlich nur ein böser Streit war. Worüber haben Sie sich denn gestritten? Ist das noch wichtig? Ja. Ihr Sohn ist nämlich an jenem Dienstag nach der Auseinandersetzung mit Ihnen zu Freddy gefahren und hat mit dem auch noch mal einen Riesenkrach gehabt. Zu Freddy? Freddy sagt, Sie hätten sich wegen einer Ausschreibung beinahe in die Haare gekriegt.
Davon weiß ich nichts. Worüber haben Sie sich denn mit Ihrem Sohn gestritten? Das muss doch einen konkreten Anlass gegeben haben. Wenn Sie es unbedingt wissen wollen, es fehlt Geld in der Firma, fast 120.000 Mark. Am Montag habe ich überraschend alle Konten und Bücher prüfen lassen, weil ich misstrauisch geworden war. Alles sehr geschickt gemacht. Und ohne diese unerwartete Prüfung wäre er damit auch bis zum Jahresabschluss durchgekommen. Wer, er? Wie kann man sich in seinem eigenen Sohn nur so täuschen? Sie sehen aus, als ob Sie sich die Nacht um die Ohren geschlagen hätten. Sie sind ein scharfer Beobachter, Herr Meißel. Und dann müssen Sie auch noch zu mir kommen. Ja, ja. Aber ich gebe zu, wir kommen aus reiner Neugier. Herr Meißel, was meinten Sie eigentlich mit Ihrer Bemerkung zu der Eva Jahn? Thomas Bading hätte einen Dämpfer bekommen, den er so schnell nicht wieder vergessen wird. Zu der Zeit konnten Sie vom Tod der Silke Rupp ja noch gar nichts wissen. Genau darauf bezog sich doch Ihre Bemerkung. Hm? Danke. Möchten Sie hören, wieso wir darauf kommen? Ja, erzählen Sie doch mal. Weil Thomas Bading ausgesagt hat, dass Sie ihn am Sonntagabend in seiner Wohnung angerufen haben. Silke ist in dieser Wohnung umgekommen und wir haben auch dort fremde Fingerabdrücke gefunden. Sollen wir die mal mit Ihren Fingerabdrücken vergleichen? Merken Sie was, Herr Meißen? Sie sind sozusagen umzingelt. Okay. Ich geb's ja zu, ich hab Mist gebaut. Blackout. Das macht ja nichts. Späte Geständnisse sind besser als keine. So ist es. Danke. Sie haben also Ihrem Freund Thomas dabei geholfen, die kleine Silke aus dem Haus zu schaffen. Ist richtig? Ja. Sie werden natürlich Ärger kriegen, aber den Kopf wird Ihnen das Gericht schon nicht abreißen. Thomas war Ihnen ja nun zu Dank verpflichtet. Warum haben Sie sich dann einen Tag später dermaßen gestritten, dass Sie nach eigenen Aussagen kurz davor waren, sich zu prügeln? Das habe ich Ihnen doch schon gesagt, wegen dieser Ausschreibung. Der alte Herr Bading, ist das Sahne? Ja. Danke. Also Ihr Chef, der weiß gar nichts von einer Ausschreibung. Er kann doch nicht alles wissen, was in der Firma passiert, ne? Oh, da wäre ich nicht so sicher. Immerhin, mit dieser Buchprüfung hat er Sie doch überrascht, oder? In gewisser Weise schon. Herr Bading hat einen Herzinfarkt. Wir kommen gerade aus seinem Krankenzimmer. Hm. Er war sehr offen zu uns. Kennen Sie das Ergebnis der Prüfung? Ja. Es fehlen 120.000 Mark. Hat Sie das denn nicht erstaunt? Ja und nein. Die Unterschlagung. Ich habe mir schon sowas gedacht, aber die Summe. Wie dürfen wir das verstehen? Ganz einfach. Vor einem halben Jahr hat unser Wirtschaftsprüfer das Jahresergebnis testiert. Wer danach 120.000 Mark aus der Firma gezogen hat, muss zeichnungsberechtigt gewesen sein. Das sagt Herr Bading auch. Also. Und das sind, beziehungsweise waren nur zwei, Vater und Sohn Bading. Ach, da denkt der Senior aber anders drüber. Wie bitte? Ja, er ist davon überzeugt, dass sein Sohn blindlings alles unterschrieben hat, was Sie ihm vorgelegt haben. Wie? Wie soll das heißen? Was es genau heißt, ist noch offen. Er hat seinem Sohn kräftig eingeheizt, aber der hat geschworen, dass er es nicht gewesen wäre. Und jetzt halten Sie sich fest, der Alte hat Thomas geglaubt. Das glaube ich Ihnen nicht. Hören Sie, was wollen Sie eigentlich? Nur ein paar möglichst wahrheitsgetreue Aussagen. Zum Beispiel über den Streit zwischen Ihnen und Thomas, der so laut war, dass Frau Adam ihn gehört hat. Es ging um Geld. Thomas wollte den Vorwurf der Unterschlagung nicht auf sich sitzen lassen. Sie haben natürlich geleugnet, es gab Zoff, aber Sie mussten Ihre heiße Diskussion unterbrechen. Am Abend in der Firma sollte es dann weitergehen. Aber 120.000 Mark für einen Leichentransport war dem Junior natürlich ein bisschen zu teuer. Und Thomas kam nicht, wie verabredet, in die Firma. Dazu hatte er viel zu viel mit jungen Damen zu tun. Und dann wurden sie unruhig und fuhren in die Wohnung. Die Tür stand weit offen. Sie warfen einen Blick in die Wohnung. Und fanden einen schwer verletzten, aber noch lebenden Thomas im Wohnzimmer. Und die Waffe gleich daneben. Dann haben sie die Waffe genommen und ihm den Rest gegeben. Haben Sie noch was von dieser herrlichen Marmelade? Sie sind ja verrückt. Wie kommen Sie darauf? Ich soll Thomas umgebracht haben. Na klar doch. Stand doch viel auf dem Spiel. Die Prokura zum Beispiel. Mann, 120.000 Mark.
Thomas war der einzige Zeuge, der von der Unterschlagung wusste. Und wie praktisch. Da hat doch schon jemand vor Ihnen zugeschlagen. Sie brauchten nur noch einmal und dann ungesehen verschwinden. Sie fantasieren. Sie sind ja übergeschnappt. Bevor wir weiterreden, haben Sie noch was von der Marmelade? Nein! Raus. Raus. Verschwinden Sie sofort aus meiner Wohnung, Sie. Keine Beamtenbeleidigung. Am meisten erst überlegen und dann handeln. Man nimmt zum Beispiel keine Mordwaffe mit der blanken Hand auf, Freddy. Das müssen Sie doch wissen. Steht man nämlich vor dem Problem, seine Fingerabdrücke abzuwischen. Und dabei verschwinden auch die Abdrücke dessen, der vorher zugeschlagen hat. Ja, also ist man vielleicht aufgeregt, nervös, ist nicht gründlich, übersieht was, vergisst was. Hm? Wussten Sie, dass Fingerabdrücke in getrocknetem Blut sich ewig halten? Das Blut hätten Sie nämlich auch abwischen müssen. Ich verstehe Sie also richtig. Sie beschuldigen mich, ich hätte Thomas Bading umgebracht. Jawohl. Können Sie das auch beweisen? Ja. Sobald wir Ihnen die Fingerabdrücke abnehmen lassen, ja. Sie sind ein Idiot. Thomas Bading wäre sowieso an seinen Verletzungen gestorben. Sie hätten einfach nur gehen müssen. Statt den Aschenbecher anzufassen. Aschenbecher? Wieso Aschenbecher? Ich habe doch hier auch keinen Aschenbecher angefasst. Aschenbecher gesagt. Sie können mir nichts nachweisen. Das ist alles nur Bluff. Schon okay. Ich finde das nicht widerlich. Aus Ihrer Sicht sicher richtig. Ah, da ist er. Also, Ulrike, wir haben den Mörder von Thomas gefunden. Du hast ihn nicht umgebracht. Du hast ihn verletzt, aber du hast ihn nicht getötet. Danke. Okay. So, das Mädchen kann nach Hause. Jetzt brauchen wir nur noch das Geständnis von Freddy. Ach, der braucht mir gar nichts mehr zu gestehen. Der Staatsanwalt will auch noch ein bisschen Arbeit haben. Du, Malwicki wartet immer noch. Oh. Also los jetzt, komm. Frau Malwicki? Wir hatten eigentlich Ihren Mann erwartet, oder? Ja, ist schon in Ordnung. Gustav Malwicki. Aber ich war es nicht. Ach, Sie waren es nicht.